Warum muss ausgerechnet mir das passieren? Ich kann einfach nicht einschlafen und dabei habe ich schon alles ausprobiert. Warme Milch, ein heißes Bad, ja sogar Musik zum Einschlafen. Nichts hilft. Und dann auch noch der ganze Stress. Ich habe nicht eine ruhige Minute. Nicht in der Schule, da muss ich büffeln. Nicht zu Hause, da muss ich die ganze Zeit helfen. Ich habe nicht mal jemanden, bei dem ich mich ausheulen kann. Wenn das Leben doch nur wie ein Traum wäre. Guten Abend, meine Dame. Na! Wo kommen Sie denn her? Wer sind Sie überhaupt und was wollen Sie hier? Verzeihen Sie mir die Unhöflichkeit, ich wollte Sie nicht erschrecken. Wie Sie sehen können, habe ich mir Ihr Fenster als Eingang ausgesucht. Das ist mir auch schon aufgefallen, aber was wollen Sie hier? Ich habe gehört, Sie können nicht einschlafen. Ja, schon. Deswegen bin ich hier, um Ihnen die schönsten Träume zu bescheren, die Sie sich vorstellen können. Ob Albträume, schlaflose Nächte oder einfach zu viel Stress, ich bin zur Stelle. Na, ich glaub Ihnen nicht. Sie könnten doch auch nur irgendein Pädophiler sein. Sehe ich denn so aus? Naja, nicht wirklich. Ich stelle mich am besten erst einmal vor. Ich besitze viele Namen und keiner von ihnen ist richtig. Die meisten nennen mich den Traumfresser. Traumfresser? Das klingt nicht wirklich vertrauenswürdig. Na gut, ich zwinge Sie ja nicht. Aber wenn Sie einen Vertrag mit mir eingehen würden, könnte es nur Vorteile für Sie geben. Warten Sie! Ich hab's mir doch anders überlegt. Sie sind also an meinem Angebot interessiert? Was muss ich dabei machen? Gar nichts. Legen Sie sich einfach hin und entspannen Sie sich. Und ich werde mir Mühe geben, Ihnen einen erholsamen Schlaf zu bieten. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wie spät ist es? Na, schon nach 8? Hab ich etwa verschlafen? Ich muss schnell los. Das wird noch Ärger geben. Na toll. Jetzt hat mich der Lehrer angeschnauzt, nur weil ich zu spät gekommen bin. Aber der Traum war wirklich toll. Nur schade, dass er noch nicht zu Ende war. Ihnen hat also mein Service gefallen? Na! Ach, Sie sind es, Herr Traumfresser. Wenn Sie mit mir zufrieden sind, kann ich Ihnen einen Langzeitvertrag über einen Monat anbieten. Einen Langzeitvertrag? Ja, gestern Nacht war nur ein Probetraum. Es war ja nichts Schlimmes dabei. Und wenn ich nur Vorteile habe? Okay, ich gehe den Vertrag ein. Muss ich irgendwo unterschreiben oder etwas bezahlen? Nein, meine Verträge sind nicht so formal wie die der Menschen. Ein Kuss reicht völlig aus. Und Ihre Bezahlung werde ich mir später abholen. Ich wünsche Ihnen angenehme Träume. Ausgezeichnet. Süß mit einem würzigen Aroma. Keine schlechte Wahl, die Kleine. Was für exquisite Träume. So unschuldig, wie ich dachte, ist sie ja gar nicht. Träume weiter, immer mehr, bis ich dich habe. Ha, schon wieder ein schöner Traum. Ich bin wirklich froh, diesen Typen getroffen zu haben. Ah, da sind ja meine Freunde. Guten Morgen! Warum lachen Sie? Lachen Sie mich aus? Aber Sie sind doch... Deine Freunde? Ja, das sind sie. In deinen Träumen. Hast du nicht gemerkt, dass du wach bist? Aber... Du bist wach. Und das ist die Realität. Nein! Nein! Merkst du es? Wie sehr du dich an deine Träume klammerst? Aufhören!
Wenn du immer nur in deinen Träumen lebst, verschlingen sie dich bald. Sie haben doch gesagt, dass es dir noch Vorteile bringt? Das stimmt auch. Es ist nicht verboten zu träumen, aber man sollte seine Grenzen finden. Du hast die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit nicht mehr gesehen, und das ist das Resultat. Das ist es doch, was du dir gewünscht hattest, oder? Nein! Willkommen. Willkommen in meiner Welt.